Kennt ihr den hier schon? Warum ist eine Blondine stolz darauf, dass sie ein Puzzle in einem Monat geschafft hat? Weil auf der Verpackung 4 bis 6 Jahre steht. Super lustig. Warte, ich habe noch einen. Warum hat eine Blondine blaue Flecken am Bauchnabel? Na, weil es auch blonde Männer gibt. Mann, ist das witzig. Wenn ihr euch auch gerade zu Tode gelacht habt, dann habe ich was für euch, nämlich Blond. Ein Film über Marilyn Monroe, der ist auch wie ein Blondinenwitz, nur einer, der richtig scheiße ist. Was eigentlich auch für alle Blondinenwitze gilt, oder? Wir legen mal los. Wie lief Ihr Start? Baby. Welcher Start? In der Schauspielerei? My Continental. But diamonds are a girl's best friend. Ich denke, ich wurde entdeckt. Bevor da mit dem Intro jetzt ein falscher Eindruck entstanden ist, Blond ist keine Witzkanonade. Das hier ist nicht Voll Normal oder Ballermann 6, nur mit Marilyn Monroe. Deswegen gibt es hier keine Blondinenwitze. Ich finde aber, dass der Film ungefähr dasselbe erreicht wie diese Blondinenwitze. Denn wie diese Blondinenwitze schafft es auch Blond, eine Blondine, in diesem Fall Marilyn Monroe, als absolut dämliches Opfer darzustellen, die nicht viel mehr hinbekommt, als hübsch auszusehen. Und das, muss ich sagen, kann man zumindest mal in Frage stellen. Ich fange aber mal ganz von vorne an. Was ist Blond? Das hier wurde einerseits als Biopic vermarktet. Andererseits konnte man bei der Wahl des Regisseurs aber schon davon ausgehen, dass das hier zumindest ein eher künstlerischer Ansatz wird. Der Regisseur Andrew Dominik hat vorher so Sachen gemacht wie The Assassination of Jesse James. Und der war ja auch schon eher langsam, ein eher künstlerischer Ansatz. Aber Blond setzt dann nochmal total einen drauf. Denn anders als die üblichen Biopics über Figuren, wie jetzt zum Beispiel Elvis dieses Jahr im Kino eines war, das dann anhand von schillernden Momenten deren Leben erzählt, aber auch die tragischen Momente in den Fokus stellt, ist das hier wirklich absoluter Misery Porn. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, aber Misery Porn wird immer wieder als Beispiel für Filme genutzt, die nichts anderes tun die gesamte Zeit, als die Figuren im Film und das Publikum von einem Schicksalsschlag zum nächsten zu jagen. Und ja, davon hatte Marilyn Monroe in ihrem Leben relativ viele, das muss man klar sagen. Aber Marilyn Monroe war nicht nur das. Marilyn Monroe ist nicht nur eine Figur gewesen, die von Männern misshandelt, vergewaltigt, geschlagen oder ausgenutzt wurde, sondern Marilyn Monroe war auch eine starke Frau. Das kann ich besten Gewissens behaupten, ohne sie jemals getroffen zu haben, weil Marilyn Monroe in dieser Position, in der sie war, niemals hineingelangt wäre, wenn sie nicht auch eine clevere Frau oder eine starke Frau gewesen wäre. Dieser Film macht aber etwas, was mich ehrlich gesagt verärgert. In Blond wird nur ganz, ganz selten tatsächlich darauf hingewiesen, dass Marilyn sich auch wehren konnte. Ja, da sind ja immer wieder Sachen passiert mit Übergriffigkeiten durch Männer oder mit Situationen, in denen sie zum Beispiel in ihrer Karriere nicht wirklich ernst genommen wurde. Das mit dem Schauspiel, das hat richtig gut funktioniert, irgendwann vor allen Dingen in den Billy Wilder-Komödien. Aber um dahin zu gelangen, musste sie einige Berge erklimmen. Und Blond zeigt nur diese Berge, nur die Situationen, in denen Marilyn dann auf dem Boden eines Casting-Director-Büros misshandelt wird. Ihr laufen die Tränen durchs Gesicht und das ist ehrlich gesagt ein Anblick, an den muss man sich in diesem Film gewöhnen. Marilyn macht zu 90% nichts anderes als zu weinen oder ganz doll traurig zu gucken. Und das ist irre tragisch, weil Marilyn Monroe dadurch auf nichts weiter herunter reduziert wird als ein Opfer, die nie was anderes getan hat, als auf dem Boden zu liegen und Tränen zu vergießen. Und wenn man an dieser Figur, die dieser Film hier aufmacht, die meiner Meinung nach nichts mit der echten Marilyn zu tun hatte, überhaupt nicht erkennen kann, dass sie auch eine Seite hatte, die sich auch in dieser Branche durchsetzen musste und konnte und auch gegen Männer standhalten konnte, hat man wirklich das Gefühl, die ist halt einfach nur blond und hübsch und hat große Möpse und deswegen funktioniert das. Und das ist ganz schön eklig, muss ich sagen. Und dieser Film ist super seltsam strukturiert. Immer wieder dachte ich, das ist das, was ihr erzählen wollt? Das ist die Timeline ihrer Karriere, die ihr nacherzählen möchtet? Ne, statt an den guten Momenten sich auch entlang zu hangeln, gibt es wirklich nur auf die Fresse. Und in diesen Szenen begräbt sich dieser Film regelrecht. Es gibt mehrere Situationen, die darauf anspielen, dass Marilyn, die hatte in ihrem Leben mehrere Fehlgeburten. Und dieser Film kostet das aus. Und das gipfelt da darin, dass sich Marilyn Monroe irgendwann in verschiedensten Szenen mit ihren ungeborenen CGI-Föten unterhält. Und da dachte ich, wow, da jetzt die Zeit drauf zu verwenden, sich wirklich nur zu begraben mit diesen dunklen Themen. Und das bei einer Frau, die eben auch aus unterschiedlichen Gründen so faszinierend war. Marilyn Monroe wäre niemals zu diesem Star geworden, wenn sie nur geschädigt und traurig gewesen wäre. Die war auch witzig. Die hat auch gute Momente gehabt. Die hatte vielleicht sogar den Spaß ihres Lebens
und schreckliche Momente. Und diese andere Perspektive, die bekommt man in diesem Film überhaupt nicht. Stattdessen filmt der Regisseur dann lieber auf Föten drauf oder zeigt Ana de Armas in mehreren Nacktszenen. Es gibt mehrere Szenen, die wirken fast wie Softporno und immer wieder ist sie obenrum oder untenrum entblößt. Es gibt eine Blowjob-Szene, die ist zwar nicht allzu explizit, aber immer noch explizit genug, dass ich dachte, was soll das? Was wird da mit der Figur gemacht und warum macht das Ana de Armas mit? Aber die nimmt das hier, glaube ich, wirklich als Sprungbrett, weil ne, wer möchte nicht Marilyn Monroe darstellen und wer möchte dafür nicht auch einen Oscar haben? Und es gab jetzt im Vorfeld tatsächlich immer mal wieder Oscar-Buzz um ihre Person, denn die spielt die Marilyn Monroe, zumindest die traurige Variante, so wie man sie spielen muss, mit ganz viel Tränen in den Augen. Aber ich finde, mehr geht da auch ehrlich gesagt nicht. Es gibt ganz viele Szenen, da kommt die Marilyn dann wirklich schon so zum Casting rein und ich denke so, nee, das kann nicht Marilyn Monroe gewesen sein. Wenn sie wirklich nur wie so ein elfjähriges Kind am ersten Tag so in die Klasse gekommen wäre, die hätte doch niemand ernst genommen. Das mag jetzt viel mit der Diskrepanz zu tun haben, wie ich annehme, dass Marilyn Monroe war. Ich kann aber schon auch sagen, dass das viel mit dem Film macht, der dadurch wirklich ein ganz, ganz zähes Brett wird. Er ertrinkt in Dialogen und bedeutungsschwangeren Momenten, die viel über das Innenleben von irgendwelchen Figuren aussagen soll. Aber ehrlich gesagt erfahre ich gar nicht so viel über Marilyn. Ganz viel wird auch über andere Figuren erzählt und Marilyn hat eigentlich nicht viel mehr zu tun, als immer wieder Daddy, 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 Daddy zu sagen, denn sie hat hier wirklich den größten Vaterkomplex, der irgendwie möglich ist. Auch hierauf wird diese Figur wirklich ausschließlich reduziert. Und Ana de Armas kann da nicht gegenwirken, ne? Da kann niemand gegen anspielen, denn sie bekommt eigentlich fast ausschließlich Szenen. Selbst die nichtigsten Dialoge und Situationen werden heruntergebrochen auf sowas hier zum Beispiel. Or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are the first best friend. Das Ding oben auf der Leinwand bin ich. Ja, und wenn man nicht viel mehr zu erzählen hat, als eine Frau einfach in den Fokus der Kamera zu stellen und die dann auf Knopfdruck weinen zu lassen, dann weiß ich nicht, was dann noch bleiben soll. Denn viel mehr erzählt Blond auch nicht. Es gibt kein Zeitgeschehen. Es gibt nichts von der Filmindustrie. Es gibt ab und zu mal so eine Szene, da filmt die Kamera Marilyn oder anderen Figuren so über die Schulter und dann sieht man so große Billboard-Anzeigen. Ein bisschen erkennt man da, was Marilyn Monroe in dieser Zeit gewesen ist. Was für ein Super-Idol. Aber statt das auch ein bisschen einzuordnen und mir dann zum Beispiel auch zu zeigen, wie lief das damals in der Zeit ab? Was hatte das für einen Impact, ihre Figur, ihr Charakter und ihre Filme? Bleibt die Kamera aber die ganze Zeit wirklich nur um ihr Gesicht geframed. Die meiste Zeit ist wirklich nur sie im Bild, um Ausschnitt zu sehen. Selbst wenn sie manchmal läuft, bekommt man kaum was vom Hintergrund mit. Und dadurch fehlt das große Ganze. Es fehlt das Big Picture. Wie sieht diese Karriere von ihr überhaupt aus? Das erfahre ich nicht. Nach 2,5 Stunden, wenn man wirklich auch wirklich durchgeprügelt wurde und wenn man reingedonnert bekommen hat, dass dieser Frau ging es richtig schlecht, hat man dann wirklich auch irgendwann die Faxen dicke. Es wirkt so wie eine Antithese auf die Karriere von Marilyn Monroe. Als würde man alles, was gut war an ihrer Karriere und an ihrer Persönlichkeit, subtrahieren und nur auf das Schlechte reduzieren. Das ist Blond, ein Film, der sich wahnsinnig wichtig nimmt und immer wieder in sehr, sehr langsamen und künstlerischen Einstellungen mit Gesprächen aus dem Off und dann traumhaften Sequenzen spielt. So als hätten David Lynch und Terrence Malick gleichzeitig gesagt, komm, wir machen mal zusammen einen Film über Marilyn Monroe und der sieht dann so aus. Da ist nichts schillernd, da ist nichts faszinierend und es bleibt am Ende ein völlig verschrobenes Bild einer Person, die meiner Ansicht nach sehr viel mehr gewesen sein muss, ja, wirklich gewesen sein muss, weil sonst, ne, wenn du als Frau wirklich nur so bist und schön bist, nee, das kann es nicht gewesen sein. Und das finde ich ehrlich gesagt ihrer Figur und allen Frauen gegenüber ganz schön schäbig, das so darzustellen. Aber um da jetzt nicht nur drauf einzukloppen, möchte ich vielleicht noch dazu sagen, es gibt vielleicht irgendwo in einem Paralleluniversum gerade einen David Hein, der Filme anders wahrnimmt als ich. Der gibt vielleicht gerade 5 Sterne für dieses Werk hier, denn auch das kann ich mir vorstellen, ist möglich. Wenn man Blond als Charakter, als Psychostudio guckt und dabei vielleicht ein bisschen ausblendet, dass es um Marilyn Monroe geht. Vielleicht findet sich dann doch was in diesem Film, wo man irgendwie eine Verbindung mitfinden kann, aber mir ist das nicht gelungen. Deswegen kann ich hier nicht mehr als einen Stern geben. So, das war meine Meinung zu Blond. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder mit dem versprochenen Movie-Trivia. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß.